Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Und man sieht, dass ich beim letzten Mal einen kleinen Cut gemacht hatte, weil ich wieder zurückgeworfen wurde, glaube ich zumindest. Ja, wurde ich. Das macht mir am allermeisten Spaß, dann den ganzen Weg nochmal zu rennen, aber egal. Ja, lass dich los. Lass dich los. Wegen dem kleinen Pupsi. Oh, ich muss mich hier festhalten. Hilfe. So wie sich das halt gehört. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Kann ich das mitnehmen? Nö. Schon länger nicht mehr gespielt. Ich bin schon... Bestimmt total draußen, könnte ich sagen. Kann ich mir da eine Fackel... Ich weiß, halt bei der letzten Aufnahme schon gefragt. Achso. Na gut. Da muss ich halt nur E drücken. Das ist total okay. Ich hoffe, ich atme nicht allzu laut ins Mikro. Tut mir leid, falls es passieren sollte. Ich hatte für meinen Stream dieses Teil abgemacht und habe das jetzt nicht wieder drauf gemacht. Quelle der Tränen. Das muss ich mir merken für den Folgentitel, das heute rauskommt. Quelle der Tränen. Quelle der Tränen. Das klingt überhaupt nicht traurig oder so. Kostet alles Tränen. Alles. Statuen der Sonnenkönigin. Das hier war einst ein heiliger Ort. Jetzt ist er unheimlich. Waren wir schon am Lagerfeuer? Ich weiß nicht, mal kurz gerade. Haben wir irgendetwas zu tun? Wir haben ganz viel Bergungsgut. Da gucken wir mal ganz kurz. Da kann man die ansehen. Bogen ist fertig. Das ist diese. Das ist die Schrot, ne? Ja. Ich würde gerne zuerst diese hier aufpimpeln, wenn das möglich ist. Laufmantel, Schaden erhöht. Nehmen wir. Nehme ich. Hab ich gesagt. Ja. 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 Warum muss ich da eigentlich immer Escape drücken? Verstehe ich nicht. Oder bin ich noch so ungeduldig? 350, das habe ich schon. 250. Okay. Können wir das für die Lütte noch machen? 450. Gewährt ein Formel 3 Schuss. Das ist mir ja egal. Größeres Magazin ist immer gut eigentlich. Ein Rückschritt, die Präzision und den Schaden erhöht, ist auch immer gut. Und das kann ich nämlich machen. Ich weiß gar nicht, haben wir viel Magazin für die? Ich weiß es nicht, aber ich würde gerne... Habe ich gerade gesagt, haben wir viel Magazin? Ich weiß nicht mehr. Munition meine ich auf jeden Fall. Egal, was ich jetzt gesagt habe. Ein großes Magazin, glaube ich, oder mehr Schaden. Und den Schaden erhöht. Oder ein größeres Magazin. Da. Ab und zu kommen wir ja doch nochmal auf die zurück. Deswegen würde ich einfach mal sagen, dass, also, mich persönlich nervt immer ganz viel das Nachladen, also dass jetzt einfach mal da ist. Ich beschlossen. Beschlossene Sache. So. Müssen wir wieder ganz viel Bergungsgut finden. Das ist ja fertig, ne? Ja. Da sind wir auch fast fertig, dann brauchen wir hier noch. Ne? 400, 325, 300 und 300. Das kann überhaupt nicht lange dauern oder so. Alles Klärchen. So, dann gucken wir mal, was wir hier jetzt mit diesem schönen Teil machen müssen. Und warum wir das tun müssen, was wir tun müssen. Also ich möchte springen. Nee, die ist so blöd. Also ich nehme das und dann muss ich das darauf werfen, oder? Ich muss ja ran. Ah, und dann muss ich da höchstwahrscheinlich schnell drauf springen. Hab ich jetzt auch gemerkt. Ja, wir haben hier noch ein bisschen. So.
Ja, übrigens, frohe Ostern und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Ist gerade Ostermontag und Spring! Ah! Hat nicht so gut funktioniert, glaube ich. Schade, wie? Würde ich sagen. Schade, Marmelade. Das geht gar nicht, ich komme da nicht ran. Muss ich... Ach, gucke mal. Da kommt es einfach zu mir herunter. Da muss ich die wieder nehmen. Und ich schmeiße sie mal drauf. Was? Soll ich das werfen müssen? Gehe ich jetzt schon hoch? Nee. Ja, nicht, dass ich letztendlich zu fett bin, ne? War rein theoretisch gesehen, wiegt so ein Mensch ja ein bisschen mehr als der Kram hier. Hallo? Oder war das jetzt gar nicht Sinn der Sache? Ich bin übrigens total gut in solchen Spielen. Oh, ich kann nicht. Ich gehe mal vorsichtig runter. So. Aber kann ich da was Salz oder Tiefkühl rein? Okay, ich muss ihn erwischen, wenn er hochfährt. Ja, aber letztendlich geht er dann doch wieder runter, oder nicht? Na, ich möchte gar nicht mit der Lara diskutieren, ne? Also meinte sie das jetzt nicht, ne? Nee. Upsi, upsi. So geht das wirklich nicht. Dann laufen wir zurück. Drei Stück muss ich darauf werfen, ne? Waren das, ne? Ja, ran. Ja, das bedeutet, wenn ich das jetzt alles drauf habe, muss ich von da unten die wieder runterschmeißen und dann ganz schnell hier hochrennen, oder wie jetzt? Huch. I don't understand. Ja, so werfe ich auch nicht. Oh Gott, ich muss niesen. Ich hab's gesagt, jetzt muss ich nicht mehr niesen, das ist immer gut. Sie sich nicht fest. Das bedeutet, ich kann hier nicht schnell hochspringen. Ne? Einfach wird das jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich bin da hoch, falls ich es verkacke. Dann gehe ich mal runter, renne. Das geht doch gar nicht. Hä? Ich bin zu schlau dafür. Versteck mich. Das ist ja gut. I really don't understand. So, ich will mal gucken. Zuerst gehen und dann gehen. Also, dass ich es nicht schaffe, da rechtzeitig hoch oder vielleicht von der Seite. Ich da hoch? Ja, das funktioniert total gut. Ich glaube, ich weiß auch, wie das meint. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das gerade gesagt hatte, dass ich es, wenn es hoch geht, nicht wenn es runter geht. Wenn es runter geht und nicht wenn es hoch geht, so rum. Weil das ergibt irgendwie mehr Sinn. Das
Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Jetzt. Hallo, bist du behindert? Was ist los mit dir, Mäuschen? So, und jetzt nehme ich mir. Quatsch. Leg den dann wieder hin. Leg den. Genau, du sollst ihn einfach fallen lassen. Sie wirft ihn immer so cool nach hinten weg. Okay, ich muss ihn erwischen, wenn er hoch will. Ja, versuche ich ja, geht nicht. Ich kann auch nicht dann den ganzen Weg hier lang rennen, um dann auf den drauf zu kommen. Ja, sie sagte schon, wenn er hoch. Ja, ich versuche das aber, wenn er runter geht. Ja, egal. Ja, okay, es hat nicht funktioniert. Ich muss ihn erwischen, wenn er hochfährt. Das verstehe ich nicht. Kann ich. Bah. Nur nicht an dem Ding, oder was? Kann ich so bewerfen? Huch, jetzt habe ich aus Versehen gedrückt. Hi. Okay, das sah aber schon mal gar nicht schlecht aus. Ich glaube, so mache ich das wie der. Ich den von hier oben dann einfach runter. Schieße. Ich muss ihn höher kommen lassen. Oh. Oh Mann. Ja, ich hasse solche Parts irgendwie, weil ich immer zu blöd bin. Es tut mir immer voll leid, aber ich habe zumindest schon mal einen kurzen Weg herausgefunden. Es muss nur noch Dubstep, wenn ich das richtig time, wenn ich da raufspringe. Weil ich komme erst auf einem bestimmten Dings da drauf. Und dann braucht die zu lange. Okay, ich muss ihn erwischen, wenn er hochfährt. Ja, das ist mir klar. Aber was muss ich erwischen, wenn er hochfährt? Weißt du, weil ich kann ja, wenn man mal so denkt, wenn der da ist, komme ich da ja gar nicht mehr ran. Und wie schnell soll ich denn dann springen angeblich? Das kann die Frau ja gar nicht, weißt du? Ja, nachbauen. Ich weiß nicht. Ja, dann den. Okay. Aber ich hatte es fast. Sei stolz, wie es ein. Sei stolz. Es sind schon 14 Minuten, aber ich mache das so lange, bis es funktioniert. XXXXXL-Folge also. Vermutlich, obwohl, nein, ich glaube, ich schaffe das gar nicht. Und wenn ich es geschafft habe, bevor die. Also, wir sind jetzt bei 15 Minuten, bevor 20 Minuten angebrochen sind, mache ich auch noch ein bisschen länger.
da ja nichts für sich. Aber es hat ja fast funktioniert. So, ganz ruhig bleiben. Nicht hektisch werden. Jetzt. Bitches, please, habt ihr das gesehen? Hallo? Es hat überhaupt keine 1000 Jahre gedauert, bis ich das geschafft habe. Die Solari entweihen diese alten Ruinen und nutzen sie selbst als Verehrungsstätten? Ach, es ist schön. Ich freue mich immer, wenn ich so etwas schaffe. Und wofür habe ich das jetzt geschafft? Für diesen Kanister habe ich das geschafft. Hier, für den Lauf. Ein bisschen aggressiv jetzt. Mit ein paar Kerzen, gegen die ich nicht mal gegenlaufen kann, weißt du? Theoretisch gesehen würde sie jetzt brennen, das wird sie nicht. Verstehe ich nicht. Ach, da oben ist so ein Schätzchen. Was? Ich hab die fertig? Da. Was? Da. Das war's? Da. Also. Was? Ich dachte, ich. Was? Ich dachte jetzt irgendwie, dass das. Huch? Ich soll ja auch E drücken, das machen. Ja, ich dachte, ich mache das ein bisschen cooler, aber irgendwie dauert mir das zu lange. Also, ich bin total überwältigt von dieser atemberaubenden, kann ich nicht mal mehr richtig reden, atemberaubenden Schönheit. Von der Quelle der Tränen und so, und deshalb es ist also wow, das Alter, ich habe eine scheiß ganze Folge den Arsch abgelagert, um diesen Scheiß hinzukriegen. Warte mal, ich kann noch was untersuchen, aber ich gehe mal wieder runter, Schätzchen. Was kann ich untersuchen? Geh zum Untersuchen. Geocoaches. Was ist denn das? Was sind Geo... Barackenstadt. Ja, sollte ich nicht Q drücken? Q. Okay. Da hinten. Ja, ich meinte auch die 20 Minuten voll, weil das halt echt. Also. Ihr merkt, dass ich immer noch komplett überwältigt bin. Ja? Komplett. Das war. Sie kann sich festhalten. Bewegung! Nein! Warte. Wir sind jetzt zwar noch nicht ganz bei 20 Minuten, aber wenn ich diesen Kampf jetzt anfange, sitzen wir ja noch eine halbe Stunde. Also, es tut mir wirklich leid. Ich kann so etwas nicht. Mann. Ich hoffe, dass das das ist mein Ziel, sondern ich hoffe, dass das irgendwie einen kleinen Unterhaltungswert hat, wenn ich mich so blöd anstelle. Also es tut mir leid. Ja, ich entschuldige mich einfach schon mal so. Nein, ich wollte eigentlich sagen, vielen Dank, dass ihr euch das trotzdem anguckt, an jeden einzelnen von euch. Und ja, es ist Ostermontag. Ich wünsche euch noch frühe Ostern, auch wenn das erst am Mittwoch rauskommt. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Schreibt mir noch mal in die Kommentare, ob ihr schöne Ostern hattet. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss.